Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 50 Fragen zu mit Sepp, Ramen, Christian und Jay. Hallo. 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 Zu Sepp, 50 Fragen finde ich okay. Oder 50 Fragen zu Sepp. Ja, das wäre auch mal interessant, aber es geht heute fast um das Gleiche. Es geht um Bösewichte. Jay, oder? Ja, hatten wir schon. Ja. Es geht um Bösewichte, und zwar aus Büchern, TV, Kino und Co. Also überall, wo es Bösewichte gibt. Keine Videospiele. Also scheinbar nicht so wirklich. Also mehr auf Bewegtbild. Diana hat das Ganze vorbereitet. Vielen Dank dafür. Könnte wetten, dass wirklich eine Frage über mich kommt. Mal gucken. Ja, direkt die erste. Jay. Ja, vielleicht ist ja lustig. Ja. Nee, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Schauen wir mal rein. Frage Nummer 1. Warum hat Lord Voldemort in fast jeder Sprache einen anderen Namen? Christian. Weil der nicht ausgesprochen werden soll. Der richtige. Das ist falsch. Das ist nicht der Grund. Alter. Das ist gar nicht so eine einfache Frage. Ich dachte, hier sitzen die Harry Potter-Cracks. Moment, da heißt, hier, heißt der nicht Lord Voldemort dann in Englisch? Fans nennt man sich. Doch, der heißt Voldemort auf jeden Fall auch im Englischen. Es geht nicht um den Namen Lord Voldemort. Ja, siehst du mal. Sondern es geht um seinen echten Namen. Scheiße. Rammen. Weil der Nachname immer in der Landessprache Rätsel bedeutet. Oh, nicht Rätsel, aber was anderes. Ja, Voldemort auf Englisch. Nee, nicht exakt. Das reicht das mir war nicht. Auf jeden Fall nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Der nochmal? Ich weiß, wie der hieß, aber... Sag mal eben. Nee. Ja, komm, sag mal. Gustav Echtzeit. Hey, der hieß doch Gustav Hartgeist, oder nicht? Wie der mit Nachnamen heißt, hab ich doch schon gesagt. Ja, das stimmt. Ja, Gustav Rätsel. 5, 4, 3, 2, 1 und dann schließe ich die Frage. Also, er heißt im Original Tom Marvolo Riddle, was ein Anagramm ist von I am Voldemort. Und deswegen ist immer in diesen entsprechenden Sprachen, dass der Name ein Anagramm, damit sich das daraus bilden kann. Kommt ja sonst nicht aus. Wie heißt der dann im Deutschen? Ich bin Voldemort. Also, schwierig. Also, im Deutschen heißt er tatsächlich auch genauso. Im Dänischen Romeo Garde Detlef Junior. Was? Aber Moment, der heißt doch Voldemort mit R. Warum heißt er dann Tom? Marvolo. Oder was meinst du? Also, das ist ja ein Anagramm. Ein Anagramm ist doch einfach drum gedreht, oder? Bin ich nicht umgedreht, sondern Buchstaben kannst du machen. Die Buchstaben kannst du umsortieren. Ah, das ist richtig. Entschuldigung. Das ist ja Eldirmot. Ja, deswegen so, ich hab's erst gar nicht kapiert. Okay. Nee, war nicht so ein griffiger Name, hat er sich damals doch entschieden. Überhaupt nicht. Hab ich auch noch nie gehört. Eldirmot finde ich aber auch. Ja, gut. Das hat ja schon mal gut geklappt. Frage Nummer 2. Wie ist der richtige Name der bösen Königin aus Disneys. Fuck, Jay. Maleficent? Also Malefiz? Nein. Aus Disneys Schneewittchen. Boah. Der richtige Name der bösen Königin. Wie heißt doch böse Königin? Anke. Anke. Wie heißt die böse Königin? Mann, aber wie ist der richtige Name? Was kommst Tom du? Riddle. Nein. Hm. Weiß ich nicht. Wie könnte die heißen? Das ist aber. Boah. Die haben ja immer direkt so. Ne, so was. Kann man da irgendwie drauf kommen, wenn man das kann man sich da irgendwie erschließen? Kann man da drauf kommen, wenn man das kennt? Nein, kann man da irgendwie erschließen? Sowas so, wie Tom Riddle kannst du ja auch irgendwie, ne? Also hier steht im Prinzip nur sozusagen der Vorname, also hier steht Königin. Das steht einfach, okay, keine Ahnung. Da steht der Vorname, Königin? Wie hieß denn die britische Königin? Königin Achim. Wie hieß denn die britische Königin? Elizabeth hatte ja auch keinen, die hieß ja nicht Elizabeth Windsor, jetzt hat man ja immer nur Queen Elizabeth genannt. Aber hier steht Königin und diesen, das hätte ich gerne von euch. Und dafür gebe ich euch jetzt noch 5. 4, 3. Christian? Elizabeth. Leider nein. Oh, 3, das war, 2, das war 1. Und dann schließe ich das. Königin Grimhilde. Ach so, natürlich.
schon mal gehört habe. Alter, 50 leichte Fragen zu schauen. Hölle, ja, wird super. Hätten wir erst anfangen müssen. Ja, es war übrigens der erste animierte Charakter, der in einem Disney-Film gesprochen hat. Ah. Kleines Trivia-Wissen hier noch nebenbei. Ja. Frage Nummer 3. Wer sind denn die feuchten Banditen? Ah. Christian. Das sind Marv und Harry aus Kevin allein zu Hause. Ja, egal wo. Es überall. Ist egal genau wo, aber das ist korrekt. Ja. War ich zu langsam. Das hätte ich nicht gewusst. Nicht schnell. Im Kevin allein in New York nennen sich dann übrigens um in die klebrigen Banditen. Klebrigen Banditen, ja. Genau. Und auch geteert. Frage 4. Was ist der typische Ausspruch der Herzkönigin von Alice? Ah! Ich bin viel zu langsam! Es packt mich alles ab hier! Ab mit dem Kopf! Mann! Ja. Korrekt! Ah, Mann! Ab mit dem Kopf! Oder off with the heads. Oder auf Englisch. Übrigens, Diana hat ja noch dazu geschrieben, tragen alle, fast alle Disney-Bösewichte rote, schwarze oder lilane Kleidung. Stimmt, ja. Oh. Jay, was trägst du heute auf als T-Shirt? Welche Farbe? Weinrot, Bordeaux. Ah ja, siehst du, passt ja. Okay. Also, ich würde sagen, so Bordeaux. Ja, dann passt ja. Moment. Ich könnte jetzt auch einfach meinen Pulli ausziehen, weil mein T-Shirt. Also, Bordeaux ist das nicht, aber das ist von Anfang an so. Ihr seid alles böse wichtig. Ja. Ich schnack euch ein. Na, ich bin böse unwichtig. Frage 5. Was ist die eigentliche Heimat von Loki? Jay. Asgard. Nein. Bram. Scheiße. Jotunheim. Ja, genau. Ja, es war ich zu schade. Ist so ein Riese. Ja, ich weiß, aber ist ja auch richtig. Ja. In der nordischen Mythologie übrigens ist Loki Odins Blutsbruder und nicht sein Sohn. Ja, aber in der nordischen Mythologie, da zeugt er ja auch einen Wolf oder so. Also ich weiß nicht, so wie die das gemacht haben. Also. Ja, hey, genau. Sodomi. So wie Old Shatterhand und Winnetou. Geil. Ja. Hat der nicht masturbiert? Loki oder Old Shatterhand? Ne, Shatterhand. Ah. Frage 6. Was oder wie lautet der eigentliche Name von Gollum und wie... Es ist zum Kotzen! Aber das und ist ein Ficker. Gastige. Ja, aber ich hoffe einfach, also es ist Smeargol. Und ich hoffe einfach mal, wie er den Ring fand. Und zwar hat er sich ja auf dem Boot mit seinem Freund war er da angeln und ist dann aus dem Boot gefallen. Der Freund ist dann ins Wasser gefallen und hat den Ring gefunden und am Strand hat er den dann ermordet. Wie ist der eigentliche Name und dann... Kommt noch, wie der den Ring gefunden hat? Die Frage lautet, wie ist der eigentliche Name von Gollum und wie fand dieser den Ring? Das hat Bram erklärt, also korrekt. Als wenn du den zweiten Teil der Frage einfach komplett antizipiert hast. Wow. Ja, also ich meine, das ist halt, in einer Szene wird halt erzählt, wie er heißt. Ja, das ist, und ja, wie er den Ring fehlt. Das ist halt eine Szene. Ich dachte halt so, welchen Namen hat er ursprünglich? Ist so reicht als Frage. Krass. Nee, aber Andi hat ja schon angefangen mit und. Ja. Sehr gut, Bram. 13 Punkte, damit du in Führung. Frage 7. Wer ist der Bösewicht bei den Schlümpfen und was? Ach komm. Gargamel und die will er essen. Nein. Gargamel und eine schwarze Katze. Ja, genau. Und was hat er für ein Haustier? Ja, aber es ist eine Katze, das reicht mir als Antwort. Das ist in Ordnung. Gargamel und eine Katze. Was hat er für ein Haustier? Ich bin so tiltet schon, ne? Unfassbar, ey. Übrigens, Gargamel hieß früher im Deutschen Gurgelhals. Gurgelhals? Alter. Ja. Sehr gut. Frage 8. Wenn man so ein Schlumpf ist, dann hinterlässt er so einen Schiller im Hals, oder was? Ja. Ja. Wie hieß das Killerkommando unter der Leitung von Bill, dem unter anderem auch Oren Ishii und Beatrix Kiddo angehörten. Was? Was? Das Kill Bill oder was? Was soll denn das sein? Oh fuck, ja, stimmt, Bill, das oder? Ist Kill Bill. Kannst du mal vorlesen? Christian? Warum hab ich den jetzt gedrückt? Mamba 5. Nein. Wie hieß das Killerkommando unter der Leitung von Bill, dem unter anderem auch Oren Ishii und Beatrix Kiddo angehörten? Mhm. Ja. Rahmen? G-Force.
Nope. 5. 4. Black Mambas. Nein, geht aber schon mal in eine gute Richtung. Ja, ja. Black Mambas geht in eine gute Richtung. Ja, also Christian mit seiner Mamba hat in mir was geweckt. Warte, warte, Black. Mamba Number 5. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann schließe ich die Frage, es ist keine Mamba, sondern eine Viper, die tödliche Viper oder Viper. Ja. Die tödliche Viper heißen die. Aus welchem Film kommt das denn? Das steht hier tatsächlich nicht dabei, aber ich würde sagen, wenn Sepp da ihm was geklingelt hat, dann richtig, ist es aber Kill Bill. Ja. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich hoffe einfach, dass es Kill Bill ist. Ja. Frage Nummer... Oder da. Frage Nummer 9. Warum kann man den unbekannten Antagonisten in Filmen oft erraten, wenn dieser telefoniert? Was? Also, Sepp. Ja, weil der Name im Display steht. Nein. Also, ist. Nochmal. Die Frage ist, sehr eine fiese Frage, weil die Antwort ist nicht das, was ihr jetzt wahrscheinlich erwartet. Es geht darum, woran man. Das ist wahrscheinlich eine Szene, oder? Woran man erkennt, sozusagen in einer Szene, dass diese Person der Antagonist. Jay. An der Musik, die gespielt wird im Hintergrund. Rammen. Wenn nicht klar gemacht wird, wer der Antagonist ist, ist immer ein Freund. Nein. Ich würde sagen, weil die Antwort, da kommt ihr nicht drauf, das ist so weit hergeholt. Ich sage jetzt einfach mal 5, 4, 3, 2, 1. Ist das denn aus einem bestimmten Film? 1. Ich schließe die Frage. Nein, es geht eher um einen allgemeinen Fact. Es ist so, dass Apple den Produzenten nahelegt, dass die Antagonisten, also die Bösen, kein iPhone benutzen sollten. Wow. Oh, was? Ah, ja. So wie mit den Automarken auch. Sozusagen, genau. Okay. Ja. Aber ja, noch deswegen. Gehört. Aber jetzt wissen die haben immer Motorola. Okay. Die Bösen fahren Samsung. Halt nicht den Audi, er aber ist drei oder wie auch immer. Fahren die doch auch so ein BMW. Ja, BMW ist auch halt böse. Da ist das in Ordnung. Aber scheinbar gibt es, aber die Produzenten, die legen denen das ja nur nahe und so müssen sich ja nicht. Komischerweise halten sich alle dran. Ganz komisch, ne? Ich krieg das Auto gestellt, wenn das für den Guten ist. Und für die Bösen musst du richtig draufzahlen. Ja, oder so. Ah, nee, den klauen die ja, stimmt. Okay. Frage 10. Wie wird das Gesicht, Gott, jetzt kann ich wieder falsch aussprechen, wie wird das Gesicht von Mason Verger entstellt, also Hannibal? Christian. Wird das von Schweinen zerfetzt? Also von so Ebon oder also von so Wildschweinen? Nein, das sind keine Schweine. Oh, Quatsch! Der zerschneidet sich das, weil ihm das eingeredet wird selber. Mit so Glassplittern oder Spiegelsplittern zerschneidet er sich selber das Gesicht. Sitzt sich im Gesicht. Und wir reden über die Serie wahrscheinlich, oder? Das steht hier nicht gesehen. Dabei. Keine Ahnung. Das kann ich so nicht gerne, das ist nicht das, was hier steht. Schweine waren schon gar nicht so schlecht, aber... Hä? Schweine waren schon gar nicht so schlecht. Also das ist nicht nur in der Serie, das ist auch in dem Film tatsächlich, weil der führt doch dann den Feldzug gegen Hannibal und versucht, dass Hannibal von den Schweinen gefressen werden soll. Und er kann ja kaum noch... Irgendwas, der liegt ja nur in seinem Bettchen da rum. Und. Schweine. Wie gesagt, das ist falsch, aber in meinem Kopf hat Hannibal den überredet, sich selber das Gesicht zu zerschneiden. 5, 4. Ah, waren Chicken Nuggets, die ihm das Gesicht zerkratzt haben, also Hühner. Chicken Nuggets. Keine Hühner, keine Schweine. Fuck, ich muss den Film nochmal gucken. Waren keine Schweine, waren Schweineschnitzel. 5, 4, 3, 2, 1 und dann schließe ich die Frage. Hannibal zwingt ihn unter Drogen dazu, seine Haut im Gesicht an seine Hunde zu verfüttern. Hunde? Oh. Nicht an seine Schweine und auch nicht an seine Hühner. Ja, das wollte ich hören. Mhm. Frage 11. Wie werden die Wesen aus Neon Genesis Evangelion bezeichnet, die Also, oh, das ist super. Natürlich weiß ich das. Saiyajins. Na, hä?
Brammen. Hä? Angel. Engel, ja. Korrekt. Die Menschheit vernichten wollen. So wäre aber Saiyajins können auch fliegen wie Engel. Fuck, ich hab an die... Oh nein, ich hab an die Robots gedacht. Als ob du das weißt. Dieses getiltete Verzerrt. Ich hab das halt gesehen. Nein, aber nicht, bei mir halt, als ich gedrückt hab. Also wenn Jay das geguckt hat, ne? Also dann, wow. Tja, Frage. Hätte ich, also ich werde ja auch gerne noch im Leben noch überrascht. Aber. Frage 12 ist eine Schätzfrage, also bitte eintippen. Wie viele Schüsse trafen Bonnie und Clyde bzw. ihren Ford am Ende ihrer Flucht? Ja, also Bonnie und Clyde sind ja geflüchtet. Die beiden selbst oder den gesamten Schüsse? Wagen? Insgesamt, also wie viele Schüsse also wurden dort auf das Fahrzeug abgefeuert, die ist können ja aber auch sie selber getroffen haben. Genau. Ah, ja, wie viele Schüsse? Ich dachte, dass die Bösen sind. Ich dachte, das wären immer die Guten. Ja, das waren die Guten. Das sind die guten Diebe. Ja, Robin Hood ist auch ein Guter. Er gibt das aber weiter. Also ja, was weiß denn ich, wenn Bonnie und Moment, Bonnie also er gibt das weiter, aber abzüglich nach 15% Provision für sich. Aber ist ja egal. Ist auch von dem der Arme. Der ist eigentlich nur Investor. Wir haben Schätzungen und wir beginnen mit der niedrigsten. Die kommt von Sepp, 169 Schüsse. Oh. Dann kommen wir zu Christian mit 256, Jay mit 275, also ganz knapp. Oh, und Mist. Brammen, leichter Abstand mit 1000 Schuss. Oh. Und eine Person hat 10. Also ich weiß nicht, ob, das musst du jetzt uns erklären, ob du irgendwie Bonnie und Clyde Chronist bist, aber du hast es auf 2 Schüsse genau getroffen. Lieber Sepp, es waren 167 Schüsse. Nein! Kann man halt auch wissen, ne? Ja, kann man auch wissen. Also ich bin ja, also ich fühle Bonnie und Clyde. Das ist schön, ja. Oder auch nicht, je nachdem, weil die waren ich ja gar nicht so gut. Ich habe die Mutter mal an meinem Körper gezählt und habe die genommen. Okay. Das hilft dann scheinbar. Wir kommen zu Frage Nummer 13. Wie nennt Dexter seinen Drang zum Morden? Wer ist denn? Ist das aus irgendeiner Serie? Ja, Dexter aus der Serie heißt Dexter. Die Serie auch. Benennt er den Drang? Hä, das benennt der? Ja, hat einen Namen. Brammen. Bock. Nein. Ein Bock. Uli. Hey, der benennt das. Ich habe die ersten 3 Staffeln damals gesehen. Oder 4? Dann wurde ein bisschen immer dasselbe und ich glaube, aktuell soll wieder gut sein. 5? Ach, die gibt's immer noch. Ich glaube schon. Also es gibt auf jeden Fall viele Staffeln. 3, 2, 1. Und dann schließe ich das. Es heißt dunkler bzw. düsterer Begleiter. Oder im Englischen The Dark Companion. Okay, verstehe ich. Ja. Ist eine gute Ausrede. Keine Ahnung. Frage 14. Das ist eine coole Serie. Welche Kreaturen bewachen das Brammen? Was? Die Gargoyles! Was? Nein. Schade. Oh, ich hätte mich jetzt gerade selbst so gefeiert. Welche Kreaturen bewachen Bösen. Das Zaubergefängnis Azkaban? Sepp. Das sind Dementoren. Ja. Ja. Sorry, war ich zu schnell nochmal. Alter, da bist du ein Jahr älter und dann bist du einfach wie so ein alter Wichser. So ein alter Greis. Jetzt bist du auch nicht so alt wie wir. Holy shit. Jetzt bist du wie ich. Komm mal in mein Alter. So langsam. Unfassbar. Wie ich der Harry Potter-Frage geholt habe, war wichtig. Frage 15. Über welches Königreich bzw. über welches Volk herrscht Bowser? Jay. Die Koopas. Ja, genau. Ja, stimmt, Koopa Kingdom, ne? Aha. Frage 16. Das ist ein Zitat, was ich jetzt vorlese und ihr antwortet auch in einem Zitat sozusagen. Was? Fick dich. Brammen. Valar Dohaeris. Nein, es ist jetzt einmal geklappt am Anfang, dass du irgendeine Frage antizipieren konntest. Ey, du musst immer, ne? Das Spiel weiterspielen. Also, Zitat lautet, was machen wir heute Abend, Brain? Christian. Was wir jeden Abend machen, versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Mega. Das war sogar wortwörtlich korrekt. Sehr gut. Gut. Pinky und Brain war awesome. Ja,
Mir ist erst kürzlich aufgefallen, dass Pinky, also Brain ist das Gehirn und Pinky ist ja ein Finger. Also der kleine Finger. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Ich dachte immer, Brain ist der Schlau und Pinky heißt halt Pinky. Weil, keine Ahnung. Ich dachte, das wäre die Farbe, weil die halt so aussehen, weil die pink sind. Ja, der eine ist das Hirn und der andere ist die Hand sozusagen, die ausführt. Ja, ist ja, war mir nicht klar. Frage 17. Hier lernt man das in dem Quiz. Ja. Wer ist der schreckliche Sven? Was? Christian. Fuck, das habe ich schon mal gehört, aber ich habe gerade an den Schrecken, der die Nacht durchflattert, gedacht. Deswegen kann ich dir das nicht sagen und ich sage Darkwing Duck. Nein, Bram. Der ist Redakteur bei PietSmiet. Was hast du dafür gedrückt? Wow, ich habe jetzt echt gedacht, du kommst mit einer Antwort und sagst mir das jetzt. Muss ich leider falsch sagen. Einer der Bösewichte von, wie ist das, Ralf Reichts oder sowas? Von diesem irgendwie so. Nintendo-Videospiel-Spiel? Nein, nicht von Ralf Reichts. Irgendwas animiert, zwattert, aber. Wie heißt der? Der schreckliche Sven. Christian. Das ist der aus Drachenzähmen leicht gemacht. Oh ja. Nein. Hätte gepasst von vom Namen her. Finde ich jetzt auch. Älter? Ja, also jetzt nicht irgendwie 1920, aber nicht so neu. Sven, verdammt. Ich würde sagen, so aus den 70ern ist das, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Okay, keine Ahnung. 5, 4, 3, 2, 1. Und ich schließe das. Es ist der schreckliche Sven ist der Bösewicht aus Vicky und die starken Männer. Ich fand's sehr besser. Ja. Könnte auch Bagheera gewesen sein. Der heißt im Deutschen heißt der schreckliche Sven. Nur im Original heißt der Bagheera. Das ist ein Anagramm. Der schreckliche Sven. Genau. Frage 18. Oh Gott. Jetzt werde ich es wieder falsch aussprechen. Wie stirbt Tywin Lannister? Tywin. Tywin Lannister, sorry. Wird mit der Armbrust erschossen. Tywin. Auf dem Klo. Ja. Das ist doch alles beschissen. Ey. Beim Kacken. Ja. So fäkal wollte ich jetzt nicht werden. Wir kommen zu Frage 19 und ihr tippt das bitte jetzt ein, also nicht buzzern. Nennt mir bitte die fürchterlichen 5 aus Darkwing Duck und pro richtiger Antwort gibt es einen Punkt. Das ist ja mal richtig mies. Es sind 5. Deswegen dürft ihr 5 Namen aufschreiben. Okay, ich kenne nur 2. Und Scheiße, wer ist der letzte? Wie gibt's denn noch? Ja. Bei dem weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Ich lese es gleich vor, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann seht ihr das auch. Scheiße. Hier habe ich. Oh, nein, ohne die 8. So. 5 Stück gibt es, sagst du. Ja. Okay, das ist fein für mich. Alter, die fand ich mal mega cool. Okay, alle haben eingeloggt. Brammen schreibt Megavolt, Fiso Duck, Benjamin Buchsbaum, Quarker Jack und der Wasserhans. Ja, ich weiß nicht mehr, wie der Wasserdude heißt. Was? Quarker Jack? Wer ist denn Quarker Jack? Der Typ, der immer mit den. Der Clown. Der ist Quarker Jack. Ja, Quarker Jack. Ja, stimmt. Lol, mit oh mein Gott. Ich habe vielleicht mich vertan in den Franchises. Na gut. Christian schreibt Fiso Duck, Gundula Gaukel, Mac Monisek, Carlo und Doofy. 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 Sorry. Ich kenn Darkwing Duck nicht so gut. Jay schreibt Fiso Duck, Aquanator, in Klammern der Wasserhund, Buchsbaum, Megavolt und so ein verrückter Professor. Ja, aber das ist ja von Chip und Chap. Glaube ich. Und Sepp schreibt Dr. Buchsbaum, Fiso Duck, Gundula Gaukel, Kater Carlo und Jay. So. Fiso Duck habt ihr alle, das ist auch korrekt. Also für alle gibt es dafür einen Punkt. Dann haben wir Megavolt. Das hat Brammen geschrieben und Jay, wenn ich das richtig sehe. Deswegen ihr beide auch einen Punkt. Geil mit diesem Steckdosenhut, den er hat. Dann haben wir Professor Benjamin Benny Buchsbaum. Also Brammen hier für einen Punkt. Bei Jay so ein verrückter Professor, das reicht mir nicht. Da brauche ich den Namen. Nee, ich habe Buchsbaum geschrieben.
Ah, sorry, Buchsbaum, stimmt, da hast du es geschrieben. Also Jay bekommt einen Punkt. Und Brammen, sehr gut. Dann haben wir den... Ich auch, bitte. Oh, sorry. Ja, man sollte auch aufpassen. Ich auch, hallo, steht ganz hinten. Dann haben wir den Liquidator. Ach ja, nicht Liquidator. So heißt der Aqua, ich dachte, der Aquanator, irgendwie sowas. Ja, der Wasserhund da. Sehr ähnlich. Und Quokka Jack, das hatten wir schon, ist nice. Die letzte richtige Antwort. Das hat Bram geschrieben. Quokka Jack, wer war denn nochmal Quokka? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, der mit den Zähnen, die man genau, so genau, der die Zähne geschmissen hat. Ja. Die Gebisse. Übrigens steht hier, Vorlagen sind die Comic-Schurken Elektro aus Spider-Man, Joker aus Batman und Poison Ivy auch aus Batman. Einfach geklaut und dann eingekauft. Vorlagen. Im Moment, kann ja gar nicht, dass er die sieht. Frage 20. Was ziert das Wappen des Hauses Bolton? Bolton. Jay. Ein umgedrehter Mensch auf einem Foltergerät und gehäutet. Also, ja. Gehäuteter Mensch, keine Ahnung. Genau. Der Kopf über am Kreuz hängt, genau. Ja. Frage 21. An welcher Hand trägt... Wow. Rechts. Das ist falsch. Brauchen wir nicht lächerlich. Links. Noch mal dran. Das ist korrekt, ja. An welcher Hand trägt Captain Hook seinen Haken? Ah, scheiße, wenn ich die Frage zu Ende gehört hätte, dann hätte man wissen können, weil er mit rechts kämpft. Ja, ich muss mal zur Tür. Ja. Das ist ja so lächerlich. Ja, das war schon ein bisschen lucky, gebe ich ja zu. So, kommen wir zur Frage Nummer 22. Und aktuell führt Brammen, nee, Quatsch, Sepp führt mit 40 Punkten vor Brammen mit 37, Christian mit 31, Jay mit 29. Frage 22, wo wir beim Thema Hände sind, das hatten wir eben. Welche Hand schlägt Count... Jay. Links. Rechts. Wie können denn immer die Leute dann direkt nochmal dran sein? Weiß ich auch nicht, aber Glück. Ach, Mann, ey. Solche Fragen sind immer nicht so gut. Ja, das ist richtig. Beim Vorbereiten, also einmal, das könnt ihr merken. Die kriegen doch bei Star Wars immer die rechte Hand abgeschlagen. Ist das so? Glaube ich schon. Keine Ahnung. Luke kriegt auch seine rechte ab. Anakin die beide. Ja, genau. Anakin hat auch die rechte Hand nicht mehr. Nichts mehr. Also Star Wars immer auf die rechte Hand zielen. Okay, na, wieder was gelernt. Frage 23. Ihr tippt bitte ein. Wie werden die 7 Todsünden im Film 7 oder 7 von Joe Doe inszeniert? Und pro richtige Antwort gibt es inszeniert? Was zur Hölle? Was? Du willst die ganze Szene haben? Ja, ist ein bisschen viel, ne? Also, die 7 Todsünden, die kennt man ja. Na What? Klar. Ja, aber wie die inszeniert sind, keine Ahnung, Alter. Vielleicht ganz kurz einfach nur beschreiben. Da bin ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen netter. Okay, warte mal, da muss man ja noch mal... Tja, okay. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Wie werden die 7 Todsünden im Film 7 oder 7 von Joe Doe inszeniert? Heißt der wirklich Joe Doe? Junge, ich weiß nicht mal, was die 7 Todsünden sind. Ich auch nicht. Aber nur die Aufschreiben, die 7 Todsünden reicht nicht, oder? Heißt John Doe. Okay. Das ist ein fiktiver Name. Ja, ich wollte schon sagen. Bitte, was ist die Frage? Nur die 7 Todsünden aufschreiben, gibt aber keine Punkte, das gibt oder? Keinen Punkt, es geht um die Inszenierung. Ja, dann, Ist das so ein Film, der als, der ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Das Meilenstein-mäßig, das muss man den gesehen haben? War das gesagt, ist von David Fincher. David Fincher, ja, der ist auch ganz gut, den kann man sich mal geben. Warum steht hier Joe Doe? Hat er den irgendwie als, erst nicht unter seinem Namen veröffentlicht, oder was? Also nicht. Ja, das gibt's ja. Ach so, es geht hier nicht um den Regisseur. Ich bin ja auch doof, weil ich habe den Film nicht gesehen. Es geht um den Hauptcharakter natürlich und nicht um den Regisseur. Aber die Frage ist ja, also das ist das Gleiche, was ihr aufschreiben sollt.
Ja, mehr weiß ich nicht. Ich hab überhaupt gar kein. Also. Ich hab den Film irgendwann mal gesehen, aber ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Also, Bram und Jay haben schon eingeloggt. Ach so. Ja, komm. Hier. Ich habe auch irgendwann einfach gesagt, so, du musst halt irgendwann eine Zeit machen, sonst bringt das nichts. Wenn du da nicht. Also, die Szenen zuschreiben, keine Ahnung. Sonst bringt das nichts. Gut. Das Problem ist, Andi, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, die kriegen jetzt ein bisschen gespoilert. Oder das ziemlich kann hart passieren. Sogar. Dann ja, aber der ist ja ultra alt, oder nicht? Der ist halt ultra dann so alt, tatsächlich, ja. Ja, den werde ich auch nicht mehr gucken dann. Ja, das ist schade. Also, Bram hat geschrieben, einer fickt jemanden zu Tode. That's it. Jo, stimmt. Christian schreibt, Kopf in der Kiste, am Ende Rache und überfressen Wollust. Also du meinst damit Rache. Wird so inszeniert, Wollust wird so inszeniert. Jay schreibt, mit Essen erstickt und beim Sex getötet. Und ja, Sepp schreibt, Mord, Ehebruch, Diebstahl, Selbstmord, Betrug, Erschießen und keine Hilfe. Schauen wir mal. Also, die Maßlosigkeit wird inszeniert, Mann wird zu Tode gefüttert. Ja, das ist Maßlosigkeit. Oh Mann. Da gucke ich mal gerade. Also ich kenne die Szene, so hatte ich die gemeint. Er sitzt da in diesem Häuschen, der Fette, und ist dann da quasi so ganz so voll, Mund ist voll mit Essen und so weiter. Ja, also Jay, das würde ich so gelten lassen, du kriegst einen Punkt. Christian würde ich auch sagen, kriegt einen Punkt. Ja, aber ich habe doch Wollust geschrieben, also Maßlosigkeit ist ja dann falsch. Naja, aber also auch. Es ist mir grundsätzlich egal, ob du das jetzt richtig zugeordnet hast. Das haben die anderen ja auch nicht gemacht. Du musst gar nicht dabei schreiben, sondern nur die Szene beschreiben. Musstest du nicht, genau. Aber da du überfressen hast, das lasse ich so gelten, deswegen hast du dafür einen Punkt bekommen. Bei Sepp, du hast da nichts entsprechend geschrieben. Dann gehen wir weiter. Habgier, Selbstverstümmelung eines Anwalts. Selbstverstümmelung. Die Szene kann ich mich nicht mehr erinnern. So, der da mit dem Haus gesagt hat, wusste ich dann auch wieder. Aber ja, das ist doch die einzige Szene, die ich mich erinnere. Das ist der Typ, der in seinem Essen liegt, oder? Ja, aber der mit dem Anwalt, keine Ahnung, da kann ich mich mehr dran erinnern. Also, hier hat niemand einen Punkt. Dann kommen wir zu Trägheit, ein Jahr Bewegungsunfähigkeit. Haben wir auch nicht. Dann Hochmut, erst Wollust, Prostituierte zu Tode vergewaltigt. Das haben wir, das hat sich Bram natürlich gemerkt. Deswegen ein Punkt. Ja. Und Jay hat sich das gemerkt, beim Sex getötet, einen Punkt. Zu Tode vergewaltigt, da hast du nicht konkret geschrieben, Sepp. Nee, also, nein. Ja. Nein, ich glaube, da trifft das nicht zu. Dann Hochmut haben wir inszeniert. Selbstmord, nachdem dem Opfer das Gesicht verstümmelt wurde. Also Selbstmord hat Sepp geschrieben, das ist okay. Deswegen gebe ich dir dafür einen Punkt. Genau, und sonst kriegt keiner einen Punkt. Dann haben wir Knight. Er lässt sich von Mills, also Brad Pitt, erschießen. Das hat Sepp geschrieben, erschießen. Ach, das ist der eine. Ich das so gelten lassen. Und Wut, Mills, der John Doe wegen dem Mord an seiner Frau erschießt. Also erschießen, hier, beziehungsweise Mord, also das würde ich dann in dem Fall bei Sepp gelten lassen. Er hat ja Mord und Erschießen. Genau, und das war's. Das würde ich bei mir aber auch nehmen, ne? Also das ist ja die Szene. Ist das die Szene? Okay. Ja, der kriegt am Ende per Bote ja den Kopf von seiner Frau in der Kiste geliefert. Deswegen erschießt er den. Dann Christian auch nochmal einen Punkt. Sehr gut. Okay, das waren alle 7 Todsünden und deren Inszenierung. Easy. Frage 24. Was will Ursula von Ariel? Bram, antworte es. Sag es. Oder weißt du, er kommt König Tritons Dreizack. Was? Will er doch haben. Will er nicht König Tritons Dreizack haben? Von Ariel. Was? Ach Mann! Die Stimme. Die Stimme will er. Die kann doch nicht mehr reden. Was will Ich hab deine Anspielung nicht mehr verstanden, weil ich so weit die Stimme oder so. Hä, was? Entschuldigung, ich dachte, die wollte immer König Tritons Dreizack haben. Ja, auch. Wahrscheinlich im Late Game. Damit die mächtiger ist. Vielleicht zielt die Frage ja darauf ab, dass die tauscht. Late Game. Ja, wirklich. Ich glaube, die will ja einfach die Macht haben, aber ich glaube, im Tausch will die ja die Stimme haben. Ja. Okay. Keine Ahnung. Oder? Wie auch Königin sein. Ich hab's eben nicht mehr gesehen. Alles.
Frage 25, Halbzeit damit. Wie heißen die Gehilfen von Hades aus Disneys Herkunft? Oh Gott, wie hießen die denn noch? Pech und Unglück. Schade. Nein, nicht ganz, nein. Brammen. Pech und Schwefel. Ja, Pech und Schwefel, was? Fuck. Ja. Schwefel war cool. Ja. Scheiße. Frage 26. Wovor hat Shere Khan Angst? Jay. Ach. Dass Mowgli irgendwann erwachsen ist und dann quasi ihn um da... um den Hals trägt. Alter. Nein, halt, als, er schießt, keine Ahnung, als er Mensch ist halt, und Menschen sind böse. Schon, dass er irgendwann schon erwachsen ist. Nicht? Nein, das ist falsch! Nein, das geht falsch! Nein! Christian? Feuer. Mann! Ja, das ist die Antwort, so, die ich hören wollte. Fuck, ey. Das ist ja meine Maus, ey. Frage 27. Der Antwort erzählt erstmal so eine Geschichte. Ja. Das sind die Wörter, die Antwort immer nur so ein Wort. Frage 27. Wer oder was ist Agent Smith? Christian. Das Programm aus der Matrix. Ja. Ein Computerprogramm. Das wollte ich hören. Genau. Frage 28. Brammen führt mit 50 Punkten. Vor Sepp mit 47, Chris 45, Jay 35. Den Sheriff von Nottingham gibt... Jay? Robin Hood. Gibt es in welchem Film Robin Hood ist? Oh, Chris. Ja. Holy shit. Holy shit. Na gut. Frage 29. Das antizipiert. Der. Welcher Bösewicht lässt Spielkarten... Joker. Sepp. Der Joker am Tatort zurück, genau. Sieht man in The Dark Knight zum Beispiel. Frage 30. Wenn man perfekt heißt. Ja. Wer ist einer der markantesten Widersacher von 007, dessen ständig... Brammen? Ah, ich sag aber Dr. No. Ja, der müsste doch sein, oder? Ich würde ja... Blofeld, genau, Dr. Doch, No. Ist der Haupt, das ist ja der Hauptwidersacher. Natürlich. Dass die ständige Begleiterin eine Katze ist. Ah, damit der Katze fehlt, ja genau, weil genau, ansonsten hättest du ja auch den nehmen können, wo die drei Filme drüber gemacht haben, die letzten, die vier sogar, oder? Ah, ja, hier, Christoph Waltz, meinst du? Ja! Stimmt, aber der ist noch nicht so ikonisch. Ist das, heißt der nicht auch Dr. No? Nein. Was? Okay. Wie heißt denn der? Keine Ahnung. Moment, Christoph Waltz hat auch Blofeld gespielt, oder nicht? Ja. Ja, das ist Dr. No. Echt? Ja. Als ob. Ah! War ich gerade mal. Ja, wieder was gelernt. Ja, ich denke mal an den alten, also an den von 1900, weiß ich was. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss die nee, das ist ja häufig. Das ändert ja alles jetzt. Ja, wirklich? Ja, gehen wir aber erstmal weiter zur Frage Nummer 31. Welcher hochintelligente Bösewicht hilft einer FBI-Agentin? Christian. Hannibal. Was? Lecter. Bei der Suche nach einem Serienkiller, Hannibal Lecter, genau. Oh, das war stark, 10 von 10 smart. Stark. Frage 32. Wie heißt der Bösewicht, der mit einer legendären Duschszene weltberühmt wurde? Oh, fuck. Christian. Oh mein Gott. Ich habe den Namen vor Augen. Ich weiß es gerade nicht mehr. 5, 4, oh, wie heißt 3, der denn? 2, 1, hoffentlich meinst du überhaupt den. Ja. Das ist falsch. Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt ein Bösewicht ist oder ob er sich selber gespielt hat. Das ist, glaube ich, ein Alfred Hitchcock-Film, aber ich habe keine Ahnung. Ich sage einfach Alfred Hitchcock. Nein. Vielleicht heißt er auch da so, was weiß der nicht? Okay, schade. Wie heißt der Bösewicht? Ja, dann weiß ich es nicht. Scheiße. Nimmst du auch den aus American Psycho? Das ist doch diese Duschszene, oder? Ja, das ist die Duschszene. Die gemeint ist von Alfred Hitchcock. Ja. Ah, damit meint ihr gar nicht den fürchterlichen Schleim aus der Röhre. Ich glaube, die meinen den Typen aus Die nackte Kanone, der dann, der dann anfängt mitzusingen. 3, 2, 1. Und dann schließe ich die Frage. Der Film ist, habt ihr schon erkannt, Psycho oder Psycho, und der Charakter heißt Norman Bates. Norman Bates. Das werde ich mir ja doch nie merken. Okay. Ich dachte gerade, Mensch, das musst du dir endlich mal merken, weil das kam schon ab und zu mal, aber ne. Aber jetzt sagst du, nee. No chance, das werde ich mir niemals merken können. Man muss auch seine Grenzen kennen.
Frage 33. Mit welcher körperlichen Eigenschaft wird Supermans Gegenspieler Lex... Sepp. Ist der nicht körperlich etwas behindert? Nein. Brammen? Der ist super smart. Nein. Mit welcher körperlichen Eigenschaft, wird Supermans Gegenspieler Lex Luthor oft dargestellt? Was? Körperliche Eigenschaft. Der ist voll stark. Das ist nicht das, was hier steht. Es ist etwas... Die körperliche Eigenschaft dargestellt? Oh, oh. Ja, Moment. Optische... Ja, Moment. Jay. Der hat... Moment, meine ich Moment. Denn ich muss OBS neu starten. So, Jay. Ja. Der trägt meiner Meinung nach eine Augenklappe, weil er ein Auge verloren hat. Nein. Schade. Aber er hat was... Das war Dr. No. Der hat eine Narbe im Gesicht. Nein, er hat etwas nicht mehr. Ja. Etwas nicht mehr. Christian. Der hat keine Nase. Ihm fehlt ein Arm. Nein. Ihm fehlt ein Bein. Nein. Der hat keinen Kopf. Nein. Vier. Oh, ein Ohr. Nein. Ah, Van Gogh. Nicht so schlimm, wie ihr jetzt hier denkt. Fünf. Vier. Oh, der hat eine Glatze, Leute. Ja, er hat eine Glatze. Der hat doch immer eine Glatze. Wow. Ja. Ist ein Kingpin. Nein, stimmt. Hat eine Glatze. Lex Luthor hat auch immer eine Glatze. Ja. Ich weiß nicht mal, wer Lex Luthor ist. Also, der böse. Ich fand das jetzt, also. Weiß ich nicht. Ist das so ein. Ja, egal. Ja. Aber ihr habt's herausgefunden. Schon so eine körperliche Eigenschaft, wenn du Glatze trägst. Mann. Na, optisch. Schon da ist eine körperliche Eigenschaft. Ja, ist egal. Okay. Vielleicht hat er, dem wachsen einfach keine Haare. Ist halt körperlich. Ja, seine körperliche Eigenschaft ist, dem wachsen keine Haare. Ja. Was kannst du? Ich kann mir keine Haare wachsen. Seine Superkraft. Frage 34. Ja, manche haben auch einfach Pech beim Los, ne, mit der Superkraft. Ja. Wer wacht auf Vormir über den Bram. Agent Smith aka Red Skull. Also Red Skull natürlich. Ja. Okay. Bei den Seelenstein, darum geht's. Stark. Das ist... Na, Marvel, Junge. Frage 35. Was ist der Spitzname von Thanos? Brammen. Tani Baby. Nein. Daddy. Nein. Hey, hallo, der hat doch zwei Töchter. Der Spitzname? Okay, wie wird denn der so genannt? Okay, mit wem hat denn der Gamora gemacht überhaupt? Der hat den adoptiert. Der Lilane. Also, Frage, ich habe keine Ahnung. 5, 4, 3. So der Schnipser. Geil ist wie der Schreckliche oder so. Göttervater. Nein. Thanos der Göttervater. Okay. 3, 2, 1. Und dann schließe ich die Frage auf im Deutschen Wahnsinniger Titan und im Original The Mad Titan. Aha. Weiß nicht, wie oft das genannt wird. Vielleicht nur einmal, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Und auch nur in den Büchern. Geht so häufig, glaube ich. Habe ich noch nie gehört. Sag mir jetzt auch nichts. Frage 36. Welcher Bösewicht musste aus Budgetgründen eine weiß gefärbte Captain Kirk-Maske tragen? Was? Kann denn eine Captain Kirk-Maske weiß gefärbt sein? Was? Ich hab keine Ahnung. Wie sieht man denn an Captain Kirk, wenn die weiß ist? Ich kenne nicht mal einen Bösewicht aus Star Wars. Nee. Also Star Trek fällt mir auch keiner ein. Außer die Bo... Hey. Einer Christian? Von den Borg. Nein. Weiß gefärbte Captain. Björn Borg oder was, der Tennisspieler? Ey, das ist das Einzige, was ich aus Star Trek kenne, ist die Borg. Björn Borg. Sie werden assimiliert. Der ist Björn Borg. War der Feind von Boris Becker. Leute, Björn Borg und Boris Becker, also BB versus BB, Alter. What the fuck? Kann man sich nicht ausdenken. Erst. Hä? 5, 4, 3, 2, 1 und dann schließe ich das. Die Captain Kirk, eine weiß gefärbte Captain Kirk Maske trägt tatsächlich Michael Myers aus Halloween. Ah. Das ist tatsächlich das Gesicht von Captain Kirk.
Krass. Ja. Nee, nice. Aber hat der nicht so eine... Nee, Hockey-Maske ist ein anderer Film, oder? Also das ist jetzt, nein, das ist jetzt aus Budgetgründen entschieden worden von den Filmmachern damals, oder ist das weil jetzt Captain Kirk Story? Nicht so teuer war. Oder ist das Story, weil er Captain Kirk-Fan ist und der trägt das jetzt da? Ich habe keine Ahnung. Das steht hier leider nicht dabei, okay. Warum das so ist. Das, ja. Es ist auf jeden cool. Fall also, scheinbar aus Budgetgründen und es ist tatsächlich Captain James Kirk aus Star Trek. Frage 37. Welcher Bösewicht wütet in den Träumen seiner Opfer? Christian. Alter, Andi, weil du gerade moderierst, da Freddy Krüger. Nein, ich wollte Freddy Quinn sagen. Alter, ey. Hätte ich den durchgehen Freddy lassen, ist auch ein krasser Bösewicht. Freddy Krüger. Das ist ein Bösewicht Freddy für euch. Im Peacemeet-Universum ist Freddy Quinn Bösewicht, ja. Übrigens, hier steht dabei, Freddy trägt seinen rot-grünen Pulli, weil dies die Farben sind, die wohl visuell am anstrengendsten zu verarbeiten sind. Wow. Ja, okay. Also merken für spätere Videos, wenn ihr mal nervig sein wollt in der Facecam. Frage 38. Okay. Von welchen drei Geistern wird Sepp. Geister in der Weihnacht. Ah, verdammt, du willst hier haben, welche dazu. Ah, ne? Ja, okay, jetzt danke, Sepp, dann komm, lass mich. Jetzt das reicht mir nicht, ja. Bram. Der vorherigen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht. Ja, nice. Genau. Das ist die Antwort, die ich hören wollte. Ja, der so genau braucht hat. Ja, aus der Weihnachtsgeschichte und Scrabenia Scrooge oder so hieß der Typ, wollte Andi dann fortfahren. Ebenezer oder Ebenezer. Ebenezer, oder ja. Genau. Ja, aus das Charles hat sehr gut antizipiert, dankeschön. Ja. Ja, sehr gut. Frage 39. Wohinter versteckt Gus Fring in Breaking Bad seine Machen... Sepp. Oh, wow. Wäscherei. Was? Nein. Joss Polos Hernanos, ja, das Hähnchen, dachte, Hähnchen, also der Fastfood-Kette da. Oh, genau, ja. Ich dachte, die Wäscherei war Walter White ja selbst. Frage 40. In welchem Film schießt sich der namenlose Protagonist am Ende selbst in den Kopf, um sein alter Ego loszuwerden? Oh, Sepp. Das ist Fight Club. Ja. Sag mal was. Und Brad Pitt. Nein. Schade. Und wie heißt sein alter Ego? Das weiß ich nicht. Ach komm, wieso kriegst du mal so einen Müll, ey? Das ist Fight Club und Tyler Durden. Ja, genau. Nice. Einfach schlecht antizipiert, Sepp. Ja. Wie hieß nochmal der Schauspieler auch? Edward Norton. Ach, Edward Norton, genau, so. Frage 41. Welches rosafarbene, gummiartige Alien wird von dem Zauberer Babidi auf... Oh mein Alter. Gott! Was? Majin Buu. Oh, holy genau. Shit. Alter. So holy war's jetzt? Shit. Nein. Alter. Da habe ich aber auch gedacht, so, was für ein rosafarbener... Ja, war Video hat geknackt. Ich war erst bei Ditto. Ja, ich war beim Pink Panther. Sehr gut. Frage 42. Warum ist Tingeltangel Bob hinter Bart Simpson her? Jay. Weil er ihn mal ausgelacht hat. Christian? Weil er den in den Knast gebracht hat und aufgeklärt hat, dass der Krusty übers Ohr hauen wollte, um seine eigene Show zu kriegen. Ja, absolut. Das lasse ich so gelten. Genau. Hier steht, weiß ich, ist das, kann man die Simpsons spoilern? Nein. Nee. Okay, ist auch 100 Jahre alt, die Folge. Steht hier, bis jetzt hat Bob es nur in einer Treehouse of Horror-Folge geschafft, Bart zu töten. Ja. Anders wäre ja auch witzig, also dann... Ich kann sagen, dann wäre ich nicht mehr da. Ja, Ned Flanders ist auch mal... Aber die Halloween-Folgen, die waren auch immer cool. Wir kommen... Jetzt aber zu Folge Frage 43, nicht zu Folge 43. Und es ist eine Schätzfrage, also ich tippe da ein. An wie vielen anderen Piraten kann der Kapitän Störtebeker noch vorbeilaufen, nachdem er enthauptet wurde? Wer ist Kapitän Störtebeker? Hat nie gehört. Den haben wir aber auch schon mal gehört. An wie vielen Piraten kann er vorbeilaufen? Das ist so ein Mysterium, so eine
so eine Geschichte, die du den Kindern irgendwie in Friesland erzählst oder so. Ja, ja wirklich. Und dann klaut er so drei Birnen. Ja, kannst du nochmal die Frage wiederholen? Wie vielen anderen Piraten kann der Kapitän Störtebeker noch vorbeilaufen, nachdem er enthauptet wurde? Ich kann euch auch kurz mal hier ein bisschen einführen. Ach so, ach, nachdem er enthauptet wurde. Genau, also er wurde enthauptet und dann hat man gesagt, so, und jetzt lauf mal los. Und an wie vielen ist er dann noch vorbeigegangen? Und alle diejenigen, an denen er vorbeigehen konnte, waren danach freie Männer. Alle anderen wurden danach auch getötet. Die standen wie so eine Armee auf einer Linie. Also sind es ungefähr 78.000. Alle haben eingeloggt. Brammen sagt 3. Christian und Sepp sagen 7. Und Jay sagt 14. Und das ist eine knappe Kiste. Aber wir haben trotzdem einen Sieger. Sind 11. Und Jay ist damit am nächsten dran. 11? Elf, sagt Hamburger, glaube ich. Hamburger Geschichte, Störtebeker, oder? Genau, ja. Übrigens hat ihm ein Henker dann sogar ein Bein gestellt. Also wahrscheinlich wäre er dann noch an mehr Leuten vorbei. Wenn er nicht weiterläuft. Ja, genau. Ist er gestolpert und dann, ja, war vorbei. Frage 44. Andi? Was ist das häufigste Ende der Schurken in Disney-Filmen? Das war mit Andi. Hier, Andi ist... Jake. Hallo? Gut, da war TS kurz weg. Jay hat gebuzzert, um die Funktion zu testen, deswegen machen wir das weg. Ich dachte, mein Internet wäre weg. So, also Frage ist wieder freigegeben. Was ist das häufigste Ende der Schurken in Disney-Filmen? Sepp. Die sterben. Nee, ist falsch. Das reicht mir nicht. Ich will es konkret haben. Christian. Ach so, du willst es konkret haben. Das ist ja blöd. Ich hätte nämlich gesagt, die werden am Ende dann irgendwie gut. Nein. Die werden von den Helden besiegt. Nein, also es geht hier, denk also nur kurz drüber nach. Die Schurken sterben oft, nicht immer, aber es ist trotzdem eins, was fast alle eint. Die fallen in die Tiefe und sterben dann. Oh, ja, genau. Ja, oder in den Abgrund, oh, irgendwie stimmt. Sowas. Zum die fallen genau. Dann da runter. Mit die fallen musst, von irgendwas runter. Sterben. Ja. Genau, das spart man sich dann dadurch wahrscheinlich. Hier gibt es ganz viele Beispiele. Die böse Königin stürzt zum Beispiel von einer Klippe. Der Kater mit der Faust, Cinderella stürzt aus dem Fenster und so weiter. Also alle fallen irgendwo mal runter. Das wird irgendwie nicht gezeigt, zumindest, wie die sterben. Ja. Das ist nicht so, dass Poella verbrennt in diesem Haus oder so? Oder nee. Keine Ahnung. Da fällt die auch runter. Ah, ja. Die fährt doch mit dem Auto die Klippe runter. Ah ja, stimmt, die kommt da ja raus. Oh. Ja. Dieser Twist. Brammen führt mit 86 Punkten, vor Christian mit 77, Sepp mit 70, Jay 66. Wir kommen zur Frage 45 und die lautet, das ist eine Schätzfrage, also bitte tippen. In James Bond, GoldenEye, werden die meisten Bösewichte in der Filmreihe getötet. Wie viele? Mit Bösewicht meinen die jetzt dann jemanden nur mit Namen wie Dr. No und Le Chiffre oder meinen die damit jetzt auch Sturmtruppler 65? Das steht hier nicht dabei. Ich würde aber sagen, es sind nicht nur solche, die erstgenannten, sondern auch stumpf weitere. Irgendwelche Gegner, Handlanger von. Ja, wird fett. Okay. Ist ja nicht, war das Golden Eye, hast du gesagt? Ja. Okay. Was ist der Film mit dem Jet? Der sprengt einfach irgendwie so ein Haus in die Luft oder so. Ja, und dann 100 drin. Warum sag ich das überhaupt? Das ist ja einfach 500 drin. Ich hab das Hauptquartier gesprengt, da waren schon Leute drin. Ich sag mal so. Oh, das klingt eine schöne Zahl. Oh ne, Moment, ich hab eine viel bessere. Gut, alle haben eingeloggt. Sepp sagt 69, Christian sagt 142, Jay sagt 242, also genau die andere Zahl auf alles genommen. Und Bram sagt 420, was auch sonst. Die richtige Antwort, es sind, und das ist jetzt antiklimatisch, antiklimaktisch, wie auch immer man das sagt, es sind 47
und deswegen ist Sepp am nächsten dran. Ich hatte erst 42 stehen, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, dann könnte sich ja irgendwann in die Luft gesprengen. Ja, ich dachte auch so, der Flieger bestimmt die Bay. Moskau verwüstet und all so ein Kram, oder? Ja, aber da sind nicht so viele Böse. Ist das nicht die Partikelkanone gewesen bei GoldenEye? Nee, das ist die Welt ist nicht genug. Stimmt, an einem anderen Tag. Okay. Die Another Day. Ja, dann nicht. Wir kommen zur Frage 46. Und es geht hier um eine Filmreihe, beziehungsweise es kann auch eine Buchreihe sein. In welcher Film- beziehungsweise Buchreihe ist Präsident Snow der Antagonist? Oh. Christian. Präsident Snow müsste doch Tribute von Panem sein. Jo, stimmt. Der mit dem White Beard. Ja, oh mein Gott, ich habe Snoke verstanden, wollte Star Wars sagen. Schnuck, schnuck. Sehr gut. Also Hunger Games. Frage 47. In welchem 90er-Jahre-Klassiker bekämpfen sich zwei Stiefgeschwister in Psychospielchen und wetten um einen Jaguar und eine gemeinsame Brammen? Alter, der Film ist genial. Eiskalter Engel. Ja. Ich liebe ihn. Mit Sebastian, und Cecile. Boah, Alter. Keine Ahnung. Der ist so krank, dieser Film. Ja. Darum geht's. Frage 48, also jetzt noch drei Fragen und Brammen führt mit 90 Punkten. Von wem stammt das Zitat "Chaos ist eine Leiter"? Jay. Kleinfinger, Littlefinger. Ja, genau. Beziehungsweise Chaos is a Ladder im Original. Gute Szene. Vorletzte Frage. Was ist Gott? Jetzt werde ich wieder was falsch aussprechen. Was ist Gott? Ich dachte auch, was ist Gott? Was ist Gott? Hä? Philosophische Frage jetzt zum Schluss. Was ist bei Yu-Gi-Oh! Die Signature-Karte? Nee. Sepp. Der eiskalte Drache mit eisernem Blick. Das ist falsch. Das lasse ich falsch. So gelten. Was? Das ist der weiße Drache mit eiskaltem Blick und nicht der eiskalte Drache Komm, mit eisernem Alter. Blick. Warum auch schon? Also. Ja, es ging mir um einiges jetzt hier. Und da lässt er das durchgehen, ey. Ja, aber Bullshit. Du hast ja auch schon Fragen gehabt, die durchgegangen sind. Und dann 70 Punkten. Was ist das, ey? Das ist schon in Ordnung. Das gilt ja jetzt das nicht nur auf die letzte Frage. Das ist nicht mehr mein Lieblingsmoderator. Die erste Frage zählt ja genauso viel auf deinen Endpunktestand ein wie die letzte. Das ist richtig. Ja, die war nochmal wichtig. Frage 50. Achso, das wart noch nicht. Nein. Nee, ihr tippt bitte ein. Nennt mir bitte, also bitte eintippen. Och, für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Und es gibt hier mehrere richtige Antwortmöglichkeiten. Nennt alle bisherigen Darsteller vom Joker. Kannst du das begrenzen? Weil sonst können wir ja 100 reinschreiben. Es sind... Scheiße, Alter. Sieben Stück. Okay, maximal 7 dürfen wir schreiben. Okay. Alter. Also echte Frage Personen... Hatten wir tatsächlich letztens noch. Die in irgendeiner Art und Weise mal den Joker gespielt haben. Sei es ein Film oder sei es eine Serie. Rechtschreibung weiß nicht so wichtig, Mann. Gerade mir das so angucke. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja. Alter, keine Ahnung, wie man den schreibt. Ja, ist aber auch schwer. Scheiße, das ist der eine. Mit CH. Zwei ein. Mit CH? Mhm. Was? So? Wie hieß denn der letzte noch? Ich hab keine Ahnung. Ich lass das einfach so. Und, Ich glaube, mehr fehlt mir nicht. Also, Andi, ich bin fertig, wenn die anderen fertig sind. Auf mich brauchst du nicht warten. Achso, okay. Boah, mehr weiß ich, glaube ich, nicht. Gut, dann haben alle ihre. Wie hieß denn der spanische Dude jetzt nochmal? Mann, mir fällt der Name nicht ein. Heath Ledger. Nee. Also, Jack Nicholson. Ja, der den Joker-Film jetzt... Mark Hamill. Ich lese es jetzt mal vor, so wie es auch da steht. Brammen Antworten lauten Heath Ledger. Ja, gut, okay. Dann
Joaquin Phoenix da. Mit Ö. Joaquin Phoenix, ja. Den meinst du. Amerikaner werden ja immer mit Ö geschrieben. Dann Jack Nicholson, nicht mit CH, sondern nur mit C. Und Gerard Leto. Stimmt, der war auch einer. Also E und A da auch vertauscht, Bram. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst und alle vier sind korrekt. Deswegen kriegst du die Punkte. So. Ja, ey, ich war gestresst und ich war mir nicht sicher, wie man die... Christian schreibt Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto und Mark Hamill. Ja, Joaquin Phoenix ist mir nicht mehr eingefallen. Oh ja, stimmt, Mark Hamill hat... Ah, fuck. Mark Hamill hat den synchronisiert. Ah, oh, ja, stimmt, super lange sogar. Er hat den synchronisiert? Ja. Ja. Ja, er ist der Joker-Synchronisator. Also Mark Hamill ist auf jeden Fall eigentlich auch dabei. Ist hier nicht dabei, aber es ist ja von Darstellern gesprochen. Ja, das kenne ich, ne? George Clooney war ja auch nie Batman. Ist jetzt die Frage, ob wir das... Macht keinen Unterschied, denn, oder? Ja, macht eigentlich keinen Unterschied. Das, ne, ist in Ordnung, ist ich lasse das gelten. Also 4 Punkte. Jay schreibt Andi und Andi. Leider noch nicht, aber vielleicht hast in du Zukunft nicht eben selber angefangen? Heath Ledger, Jack Nicholson. Ja, ich bin Letzter. Bin getildet nach der Scheiß-Antwort gerade. Und Sepp hat gar nichts geantwortet. Und denk dafür gibt es auch entsprechend gar keine Punkte. Übrigens, korrekt wäre auch noch gewesen, Caesar Romeo, Film und Serie der 60er. Jack Nicholson hatten wir, Heath Ledger, Cameron Monaghan in der Gotham-Serie, Jared Leto, Joaquin Phoenix und Barry Keoghan im aktuellen The Batman-Film. Ja, stimmt. Wild. Was? Ja, stimmt, der kommt da irgendwie ganz am Ende nur ran. K-E-O-G-H-A-N. Der spielt ganz am Ende doch nur, da ist der Riddler, ist ja der Gegner. Ach ja. Der kommt doch ganz am Ende nochmal. Ja. Ja, genau. Gut, das waren alle Namen und das waren auch alle Fragen. Und Brammen gewinnt mit 94 Punkten. Bram ist einfach der krasse Bösewicht hier. Der smarteste Schurke. Christian mit 85, Sepp mit 78 und Jay, und das ist jetzt wieder der Beweis, Jay ist halt kein Schurke, deswegen ist er mit 70 Punkten aktuell nur auf dem letzten Platz. Weiß ich nicht. Das war diese Folge 50 Fragen zu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.